Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns in Morrowind. Keine Ahnung, warum es jetzt hier dunkel ist, weil wir gerade mitten am Tag haben, also in der Realität. Aber hier startet unsere Fürst Vivek, Quest. wir haben euch enttäuscht. Mehr sagen die nicht? Okay. Vergebt mir, Fremdländerin, aber ich habe schon genug zu tun. Ich bin nur eine einfache Priesterin des Tribunals und der Ärger am Ahnengrab war sogar zu viel für unsere Kriegswappenträgerin. Ich habe Fürst Vivek enttäuscht und einen Kameraden allein im Grabmal zurückgelassen. Was ist am Ahnengrab geschehen? Fürst Vivek hat drei von uns entsandt, um Rat beim Andrano-Ahnengrab einzuholen. Wir wurden angegriffen, als wir dort eintrafen, und unsere Leibwächterin wurde schwer verletzt. Ich konnte sie gerade noch in Sicherheit schaffen. Aber was Fürst Viveks Mission anbelangt, so sind wir auf ganzer Linie gescheitert. Ihr hattet einen dritten Priester erwähnt. Kanoniker Levule. Er blieb, als wir uns aus dem Grabmal zurückzogen. Ich weiß, dass er wieder hineingehen und Fürst Viveks Fragen stellen wollte. Doch alleine wird er nicht an den Daedra vorbeikommen oder die Fragen stellen können. Mögen die drei ihm Weisheit schenken. Ich kann zum Grabmal reisen und Kanonika Levul helfen. Tanisa, was stimmt nicht? Zu Hilfe! Bei den dreien! Erst eine verwundete Wappenträgerin, jetzt das! Bei der Abenddämmerung und dem Morgengrauen. Das Böse kriecht durch die Schatten meines geliebten Wardenfell. Aber ein Fremdländer zeigt sich, um meinen Anhängern zu helfen, so wie ich es vorhergesehen habe. Diese Worte, was bedeuten sie? Was ist passiert? Gnädige Azura, die Mutterseele hat durch euch gesprochen. Es ist ein Wunder. Ja. Fürst Vivek, stehe mir bei. Das war Azura, die Königin des Nachthimmels. Und ihr, sie hat euch direkt angesprochen, Fremdländerin. Ich bin überrascht, dass die dädrische Fürstin Fürst Viveks Zorn riskieren würde, um eine Prophezeiung auszusprechen. Doch sie meinte, ihr wärt hier, um uns zu helfen. Was ist hier gerade geschehen? Die Daedra-Fürstin Azura hat Besitz von dieser Frau ergriffen und durch sie gesprochen. Ich habe natürlich schon von solchen Fällen gehört, aber so etwas mitzuerleben... Sie sagte, etwas Böses würde über das Land kriechen. Ich frage mich, ob es etwas damit zu tun hat, was wir im Grabmal gesehen haben. Erzählt mir von eurer Mission am Grabmal. Wir brauchten Hilfe bei einer Sache, die Fürst Vivek betrifft. Ich habe konkrete Fragen erhalten, die ich stellen sollte, während Levule sich auf die Beschwörung seiner Ahnen konzentrierte. Die Daedra haben diese Pläne zunichte gemacht, als sie über Urnsee herfielen und wir die Flucht ergreifen mussten. Daedra? Abscheuliche Kreaturen aus dem Reich des Vergessens. Man hört gelegentlich von einem Geist oder einem Vampirnest, aber niemals von Daedra. Bitte, falls sie immer noch dort sind, werden sie Kanoniker Levule in Stücke reißen. Er ist ganz sicher kein Krieger. Schaut euch nur an, was sie der Kriegswappenträgerin angetan haben. Was ist ein Kriegswappenträger? Die Kriegswappenträger stellen einen der militärischen Orden im Tempel des Tribunals dar. Sie wollen Fürst Viveks Beispiel in Taten und Worten nachfolgen. Arme Urnsee, die Monster stürzten sich direkt auf sie. Ihr Blut rann wie Lava vom Roten Berg. Der Rote Berg? Woher kommt ihr? Die Kinder hören schon vom Roten Berg, bevor sie überhaupt nur vom Flynn kosten. Der Berg liegt mitten auf Wardenfell. Gelegentlich zuckt er wie ein schlafender Nix, der sein Bein schüttelt. Doch in letzter Zeit scheint er aus seinem langen Schlummer zu erwachen. Erzählt mir mehr über Azura. Azura ist die grausame, aber weise daedrische Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung. Sie ist eine der guten Daedra, was das auch immer heißen mag. Doch dass sie bereit war, durch eine Unschuldige zu sprechen, bedeutet, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Warum sonst sollte sie riskieren, Fürst Viveks Zorn auf sich zu ziehen? Fürst Vivek und Azura mögen sich nicht? Was bringt man euch denn dort bei, wo ihr herkommt? Fürst Vivek ist ein lebender Gott. Azura ist nur die Erwartung von Sotasil. Vivek steht für Gegenwart und Zukunft.
wohingegen Azura ganz klar für Wardenfels Vergangenheit steht. Also nein, sie mögen sich nicht. Wer ist Fürst Vivek? Ihr kennt Fürst Vivek nicht? Einen der lebenden Götter des Dunmer-Tribunals? Ihr scheint neu hier in unserem Land zu sein, Fremdländerin. Doch die Zeit drängt. Kanoniker Levule blieb zurück. Er wird Hilfe brauchen, wenn er in das Grabmal gelangen und Viveks Fragen stellen soll. Vivek ist ein lebendiger Gott? Ja, einer der Göttermonarchen von Morrowind. Er ist der Kriegerpoet, der in einem prächtigen Palast in der Stadt Vivek lebt. Fürst Vivek hat uns auf diese heilige Mission geschickt, um Informationen von Kanoniker Levules Ahnen zu erbitten. Es bricht mir das Herz, dass wir ihn enttäuscht haben. Ja, nachdem wir dann so viel Unwissenheit erstmal verbreitet haben, wollte ich noch kurz zeigen, wo wir uns eigentlich befinden. Und zwar befinden wir uns in Vardenfell und ich habe die falsche Taste gedrückt. Und zwar hier unten in der Nähe vom Wegschrein von Sedanin. Also da beginnt dann die Hauptquest. So, dann machen wir uns jetzt mal auf zum Ahnengrab. Das ist nämlich direkt hier um die Ecke. Dann schauen wir mal, ob wir den guten Mann denn helfen können. Ich darf Fürst Vivek nicht enttäuschen. Diese Monster, es ist so gefährlich, was soll ich nur machen? Hat Kanonikerin Valasar euch geschickt? Das hat sie doch, oder? Das heißt, sie hat es nach Sedanin geschafft. Vivek sei gepriesen. Werdet ihr mir helfen, meine Mission abzuschließen? Es wäre ein Sakrileg, wenn ich nicht das Grabmal meiner Familie betreten und Fürst Viveks Fragen stellen würde. Ist das sein Ernst? Ich meine, wir sind jetzt keine 5 Sekunden geritten. Ich werde euch helfen, ins Grabmal zu gelangen und eure Fragen zu stellen. Wie die Heiligen sagen, das Tribunal sorgt stets für einen. Doch wir werden vorsichtig sein müssen. Daedra haben das Grabmal übernommen. Es dürfte schwierig werden, mit den Ahnen zu sprechen, während Monster einen auffressen wollen. Ich werde auch eure Hilfe brauchen, wenn wir die Beschwörungskammer erreichen. Was für Hilfe? Während ich den Geist meiner Ahnen heraufbeschwöre und mich darauf konzentriere, die Verbindung aufrechtzuerhalten, müsst ihr die Fragen stellen. Er besteht darauf, dass wir genau diesen Wortlaut verwenden. Wir können hineingehen, wenn ihr bereit seid. Ich werde euch gerne ein paar Fragen stellen, ehe wir das Grabmal betreten. Ich habe bereits kostbare Zeit verloren, weil ich die Wunden der Kriegswappenträgerin versorgen musste. Aber ich schätze, einige wenige Momente mehr lassen nun auch keinen Vulkan ausbrechen oder einen Meteor vom Himmel fallen oder so. Was darf ich euch sonst noch verraten, meine Freundin? Warum will Fürst Vivek, dass ihr an eure Ahnen herantretet? Ich bin mir nicht ganz sicher und es stand mir auch nicht zu, näher nachzufragen. Wenn einem ein lebender Gott etwas aufträgt, sagt man, ja, mein Herr. Bei den Fragen scheint es um die Zeit vor dem Tribunal zu gehen. Ich vermute, dass wir deshalb eine meiner schon lange toten Ahnen fragen sollen. Tja, ich würde niemals ja, mein Herr sagen. Ich würde immer alles hinterfragen, was mir komisch vorkommt. Erzählt mir mehr über eure Ahnen. Nur wenige meiner Zeitgenossen verfügen über eine Koryphäe wie Farena Andrano im Hauptzweig ihres Stammbaums. Fürstin Farena lernte zu Füßen Sotasils und zählte zu seinen Gefährten, bevor das Tribunal an die Macht kam. Wer ist Sotasil? Wer ist Sotasil? Das ist ja so, als ob ihr fragen würdet, wer Vivek und Almalexia sind. Sie sind das Tribunal, die lebenden Götter der Dunmer. Sotasil ist der Architekt der Zeit und der Banner des Reichs des Vergessens. Wenn ihr mehr wissen wollt, können wir uns unterhalten, wenn wir hier fertig sind. Erzählt mir von den Kreaturen im Grabmal. Nun, ich kann euch sagen, dass sie nicht hier waren, als ich den Toten das letzte Mal meine Aufwartung machte. Kanoniker Valasar glaubt, sie sind eine Art von Daedra, die alles tun werden, um uns an der Erfüllung von Fürst Viveks Willen zu hindern. Bis zu eurem Erscheinen war ich mir nicht sicher, was ich nun tun sollte. Ich bin bereit. Lasst uns das Grabmal betreten. Ehe wir dort hineingehen und uns diesen Monstern stellen, wollte ich euch wissen lassen, wie sehr ich eure Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen weiß. Verliert aber bloß nicht die Schriftrolle, die Fürst Viveks Fragen enthält. Nun kommt. Lasst uns meine Ahnen heraufbeschwören. Ich werde die Tür des Grabmals öffnen. Geht voraus. Folgt mir, aber seid vor diesen Daedra auf der Hut.
Was war das gerade, ein Hund? Vorsicht, die Kreaturen griffen an, als wir die Halle des Andenkens betraten. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Moment, ich muss da oben rum. Wo ich nicht durch kann. Also machen wir es anders. Das war einmal ein so friedlicher Ort. Ich kam als junger Akolyt zum Meditieren hierher. So, wir müssen hier rum. Wir sind fast da. Dann können wir meine Ahnen beschwören. Könnte ich da noch was lesen? Nee. Hier könnt ihr natürlich auch alles einsammeln. Die Beschwörungskammer. Ich beschwöre meine Ahnen herauf. Dann könnt ihr Vivex Fragen stellen. Ist meine Ruhe durch diese ekligen Bädra nicht schon genug gestört? Warum beschwört ihr mich herauf, Nachfahren? Mein Fürst Vivek hat Fragen, die nur ihr beantworten könnt, meine Dame. Meine Begleiterin wird sie mit eurer Erlaubnis stellen. Der Kriegerpoet? Nun gut, stellt Viveks Fragen. Stellt die Fragen des Kriegerpoeten, Fremdländerin. Fürst Vivek fragt, der Schlüssel zur Erhabenheit und dieser Welt Herz, soll ich spüren dunkle Ahnungen Schmerz? Ah, Fürst Vivek weiß einfach mit Worten umzugehen. Sagt ihm, er kann beruhigt sein. Das Herz ist sicher. Ich frage mich, warum ihm das Sorgen bereitet. Stellt die übrigen Fragen, denn meine Zeit hier ist knapp. Fürst Vivek fragt, der alte Feind, ist er zurück in diesen dreisten feigen Stück? Ein alter Feind, ja. Aber nicht jener, den Vivek vermutet. Fürst Vivek fragt, erfuhr Sotasil im Verlauf seines Strebens vom Ende unseren göttlichen Lebens? Sotasil malte sich zahlreiche Szenarien aus und bedachte unendlich viele Möglichkeiten. Er experimentierte sogar mit seiner Göttlichkeit und entzog ihr die Energie, um selbige zu untersuchen, ehe er sie wieder in sich zurückführte. Er sah einen Verlust kommen, doch erst, wenn der Tempel in sich einstürzt. Nun zurück in den Schlaf. Hoffentlich war es das, was Fürst Vivek brauchte. Lasst uns draußen sprechen. Na gut. Ich folge dir. Das sind nur Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Aber hier können natürlich auch schon mal Entwürfe oder ähnliches drin sein. Da muss ich hin. Hab Dank für eure Hilfe beim Abschluss meines Auftrags. Jetzt muss ich nach Vivek zurückkehren. Wart ihr schon einmal dort? Es ist toll. Stufenpyramiden, die sich aus dem Wasser erheben. Der Meteor, der am Himmel hängt. Ihr solltet mich dort treffen, damit ich euch Fürst Vivek vorstellen kann. Habt ihr verstanden, was eure Ahnin uns sagen wollte? Unter uns gesagt, habe ich weder unsere Fragen verstanden, noch die Antworten, die wir erhalten haben. Nicht, dass ich damit gerechnet hätte. Manche Dinge sind nicht für sterbliche Geister bestimmt. Das ist noch ein Grund, weshalb ihr nach Vivek gehen solltet. Ihr könnt mir dabei helfen, zu erklären, was meine Ahnin gesagt hat. Ich kann euch helfen, einen Bericht darüber abzugeben, was hier geschehen ist. Hervorragend. Ich muss auf dem Weg in Sedanen halten, um nach meinen ursprünglichen Reisebegleitern zu sehen.
Geht geradewegs in den Palast, sobald ihr Vivek erreicht. Ich treffe euch dann dort. Ich weiß, dass Fürst Vivek euch dafür belohnen wird, dass ihr mich unterstützt habt. Ich treffe euch dann in Vivek. Ich komme gleich nach. Geht direkt in Fürst Viveks Palast, sobald ihr Vivek erreicht. Sobald ihr dort seid, stelle ich euch vor und wir können dem Kriegerpoeten erzählen, was wir herausgefunden haben. Ihr meintet, ich könnte euch mehr Fragen über das Tribunal stellen, sobald wir unsere Mission beendet haben. Natürlich. Wie ich schon sagte, besteht das Tribunal aus unseren drei lebenden Göttern. Vivek, Almalexia und Sotasil. Sie bieten uns in religiösen Fragen Führung und herrschen als Göttermonarchen der Dunkelelfen über die dunmerische Gesellschaft. Ich diene Vivek, ehre jedoch das gesamte Tribunal. Folgen alle Dunkelelfen dem Tribunal? Bedauerlicherweise nicht. Die Häuser der Dunmer beugen das Haupt vor dem Tribunal, doch die wilden Aschländer weigern sich, seine Göttlichkeit anzuerkennen. Die Ketzer haben nie zugelassen, dass sie in den großen Häusern aufgehen. Stattdessen halten sie an ihrem primitiven Aberglauben fest. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt aufmachen hier unten zum Palast und dann würde ich sagen, ich reite schon mal los und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. So, wir sind jetzt am Palast und erklimmen nur noch mal ein paar hundert Stufen gefühlt. Fürst Vivek. Dies ist die Person, die mir am Grabmal half, mein Fürst. Fürst Vivek, wir brauchen die Hilfe dieser Fremdländerin nicht. Oh, sei still, Erzkanoniker Tavus. Fremdländer haben ihren Nutzen und diese interessiert mich. Wie ihr wünscht. Ich bin in meiner Amtsstube, falls ihr mich braucht. Tretet vor, Freundin Levulis. Lasst uns reden. Kanoniker Levule meint, ihr hättet ihm bei seiner Mission geholfen. Wie ich geschrieben habe, wer meinen Verbündeten hilft, wird mein Freund. Trotz der Sorgen des Erzkanonikers begrüße ich euch voller Aufrichtigkeit und stelle euch eine einfache Frage. Werdet ihr uns noch weiterhelfen, Fremdländerin? Welche Art von Hilfe benötigt ihr, Fürst Vivek? Ich verfüge über Ordinatoren und Wappenträger. Gewaltige Armeen von Anhängern und ergebener Priester. Was ich jedoch nicht habe, ist eine frische Sicht der Dinge. Werdet ihr eure persönlichen Ziele eine Weile aufschieben und zu den Augen und Ohren eines Gottes werden? Natürlich, Fürst Vivek. Ich kann euch eine unverbrauchte Sicht der Dinge geben. Gut. Ich brauche Unterstützung, um ein seltsames Phänomen zu untersuchen, das der Ahnin zufolge tatsächlich ein echtes Ärgernis darstellen könnte. Wir fangen mit einem einfachen Hellsichtritual an. Erzkanoniker Tavus kann euch sagen, was wir brauchen, um diesem Rätsel nachzugehen. Ich glaube nicht, dass Erzkanoniker Tavus meine Hilfe will. Die mich peinigende Lage macht auch meinem Erzkanoniker zu schaffen, aber er ist ein treuer Diener. Tavus wird tun, was ich ihm sage. Und ich sage, dass wir eure Unterstützung brauchen. Sucht den Erzkanoniker in seinem Arbeitszimmer auf. Er wird euch sagen, wie es weitergeht. Als ich ankam, sah ich eine Vision Azuras. Die dädrische Fürstin? Ich schätze, dass dieselben Ereignisse, die mich betreffen, auch für Azura von Interesse sein könnten. Aber sie könnte ebenso gut der Ursprung all dieses Ärgers sein. Der Rote Berg. Seltsame Dädra. Und dann wäre da... Nun, unterhalten wir uns doch darüber, wenn ihr zurückkehrt. War das, was die Ahnen sagte, hilfreich? Levules Ahnen hat mir versichert, dass eine Quelle meiner Kraft sicher ist, was den Rest angeht. Lass den Gedanken reifen und nur dann sprechen, wenn er sicher Früchte trägt. Ich brauche mehr Informationen über die Lage. Daher ist das Hellsichtritual nötig. Jawohl, Fürst Vivek. Dann schauen wir mal, wo der Erzkanoniker ist. Übrigens eine sehr geile Aussicht von hier oben, wie ich finde. Ja.
Wir müssen dann einmal nach geradeaus und das ist hier oben gewesen. Gib mir alles, was in deinem Schmuckkästchen ist. Mitglieder der Priesterschaft des Tribunals und Techniker des Hauses Halalu. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wie immer einmal Pause drücken und durchlesen. Ich stehle hier nichts. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich glaube, normalerweise müsste ich das eigentlich stehlen. Aber na gut. Ah, Fremdländerin. Fürst Vivek ist zu vertrauensselig, seine Hoffnung in jemanden wie euch zu setzen. Aber wer bin ich schon, meinen Gott zu hinterfragen? Ich schätze, er hat euch zu mir geschickt, damit ich euch an die Arbeit schicken kann. Hat er gesagt, welche Aufgabe wir als erstes für ihn erfüllen sollen? Fürst Vivek meinte, es müsse ein Hellsichtritual durchgeführt werden. Ah ja, wir müssen ein Ritual durchführen, um das Wesen des Phänomens zu offenbaren, das Fürst Vivek so belastet. Nun hört genau zu. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ich lausche. Trotz meiner Einwände glaubt Vivek, ihr wäret geschickt worden, um zu helfen. Also werde ich mein Bestes geben, euch zu unterstützen. Geht zur im Bau befindlichen Stufenpyramide und sagt der Aufseherin, Fürst Vivek bräuchte den Segenstein. Dann bringt ihr ihn zu mir in den Palast. Ich werde zur unvollendeten Stufenpyramide gehen, den Segenstein holen und euch in Viveks Palast treffen. Ihr habt einen einfachen Auftrag im Dienste Fürst Viveks erhalten. Und schon werden zahllose ungebetene Fragen in eurem Geist aufgeworfen. Nun gut, nur zu. Stellt eure Fragen. Es ist ja nicht so, dass ich der vielbeschäftigte Erzkanoniker eines lebenden Gottes oder so wäre. Was ist dein Segenstein? Ach, das Unwissen der Fremdländer. Wie erfrischend. In den Segenstein wird eine kleine Menge von Fürst Viveks Kraft gespeichert. Sie erlauben es seiner Gunst, einen ihm geweihten Ort zu durchdringen. Wir brauchen einen solchen Stein, um das Hellsichtritual mit Kraft zu versorgen. Könnte Vivek das Ritual nicht ohne einen Segenstein durchführen? Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, das Phänomen behindert Fürst Vivek in ungewöhnlicher Art und Weise. Es wird sicherer für alle sein, wenn ich das Ritual mit dem Segenstein durchführe, anstatt auf die persönlichen Energiereserven meines Fürsten zurückzugreifen. Was hofft Fürst Vivek mit dem Hellsichtritual zu erfahren? Selbst wenn ich es euch sagen würde, würdet ihr es nicht verstehen. Fürst Viveks Sinnesschärfe übersteigt bei weitem jene der gewöhnlichen Sterblichen. Belassen wir es dabei, dass er eine Störung im Energiefluss in ganz Wartenfell verspürt. Er ist auf der Suche nach der Quelle dieser Störung. Vivek erwähnte den Roten Berg und Dedra. Meint ihr, es gibt da eine Verbindung? Fürst Vivek sieht überall Zeichen und Omen. Im Herzen ist er ein Poet. Ich hingegen neige dazu, pragmatischer zu sein. Manchmal ist ein Vulkan nur ein Vulkan und kein Sendbote des Untergangs. Was die Dedra angeht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist eine Beschwörung aus dem Ruder gelaufen. Habe ich euch irgendwie beleidigt? Mich beleidigen? Da überschätzt ihr euch aber etwas. Nein, ich empfinde das Gleiche gegenüber allen Fremdländern. Das ist eine Angelegenheit des Tribunals, die auch am besten vom Tribunal bewältigt werden sollte. Doch ich gehorche auch Fürst Vivek. Also werde ich eure Beteiligung dulden und mein Bestes tun, euch zu helfen. Na gut, dann machen wir uns mal schnell auf. In der Richtung. Ja! Mal eben schauen, dann müssen wir von hier aus, kann ich da... Ja, da konnte ich noch weitergehen. Hallöchen. Dieses Vorhaben war schlichtweg eine Katastrophe nach der anderen. Wie soll ich diese Stufenpyramide denn rechtzeitig fertigstellen, wenn dauernd etwas schief geht? Achtet nicht weiter auf mich, ich habe nur einen dieser Tage. Erzkanoniker Tavus hat mich geschickt. Ich muss mir euren Segenstein leihen.
Unseren Segenstein? Wisst ihr, was geschieht, wenn wir unseren Segenstein weggeben? Tja, ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Zeitplan so niemals einhalten werden. Und auch unsere Unfallserie wird dadurch nicht beendet. Ich widerspreche dem Erzkanoniker nun wirklich nicht gern. Aber das ist eine schreckliche Idee. Fürst Vivek braucht den Segenstein, um ein Ritual durchzuführen. Fürst Vivek? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Aber ich brauche eure Hilfe, bevor ich euch den Segenstein übergeben kann. Der Weg, der zur Weihekammer führt, liegt in Trümmern und nun sind einige Arbeiter verschüttet. Wenn ihr den Weg freimachen könnt, dann könnt ihr den Stein leihen. Ich lege los und helfe euren Arbeitern auf dem Weg zum Stein. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber denkt daran, dass ihr den Stein nur ausgeliehen habt. Er muss vor der nächsten Schicht wieder in der Weihekammer sein, sonst wird diese Stufenpyramide niemals rechtzeitig fertig. Okay, rette zwei Arbeiter. Schauen wir doch mal. Da hinten ist einer. Ich brauche hier Hilfe. Ich grabe zwar völlig an der falschen Stelle, aber kein Thema. Ich werde dem Aufseher sagen, was ihr für mich getan habt. Ja, gerne, gerne. So. Ich dachte, ich würde dort unten sterben. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Immer wieder gerne. Das Einzige, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wie kamen wir da jetzt hoch? Das war irgendwie total doof. Das weiß ich noch. Oder? Nee, kann ich nicht von hier unten machen. Kommt man da hoch? Auch nicht. So viel zu tun, so wenig Zeit. Jetzt komme ich gar nicht mehr rein, war ja klar. Ah, ich weiß noch, dass das total blöd war und dass ich da anfangs genauso doof rumgelaufen bin, wie ich jetzt gerade rumlaufe. Dass es da aber eigentlich einen einfachen Trick gab. Basti, schau mal eben weg, bitte. Da komme ich auch nicht hoch. Oh, Leute, ernsthaft. Ich weiß, dass es da einen ganz einfachen Trick gab. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie der Trick war. Da kommt man auch nirgendwo anders hin. Och, ich wusste doch, dass es einen ganz einfachen Trick gab. Mann, der Trick war einfach nur, um die Ecke zu laufen. Toll. Ja, dann werde ich jetzt mal wieder zum Palast zurückgehen und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, wie weg? Ich bin wieder da. Nicht weglaufen. Die Fremdländerin kehrt zurück. Soweit ich weiß, gab es Ärger auf der Baustelle. Doch ihr konntet einige der Arbeiter retten. Fürst Vivek zieht stets den geradesten Pfeil aus dem Köcher. Gepriesen sei das Tribunal. Habt ihr den Segenstein mitgebracht? Ich habe den Segenstein. Hört die Worte des Kriegerpoeten und offenbart die Quelle von Fürst Vivek's Not. Ein Aschländer? Ein Uhrwerkmagier? Ein dädrischer Kultist? Etwas hat das Ritual gestört, mein Fürst. Doch wir haben etwas erfahren. Entschuldigt mich, während ich das mit unseren bisherigen Erkenntnissen vergleiche. Angesichts der kryptischen Warnungen des Ahnengeists und des unerwarteten Ergebnisses des Hellsicht-Rituals
fürchte ich, dass mehr in Bewegung ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Die größten Geheimnisse lösen wir durch reinen Zufall, vermute ich. Das sollte ich aufschreiben. Irgendetwas ist während des Rituals schiefgelaufen. Habt ihr erfahren, was ihr euch erhofft hattet? Wir lernen aus jeder Tat, die wir tun. Ob Fehlschlag oder Erfolg, jedes Ergebnis lehrt uns etwas. Zumindest im größeren Zusammenhang. Um präziser zu sein, nein, nicht so viel, wie ich es mir erhofft hatte. Doch es gab Bilder während des Rituals. Bilder, die andeuten, wo man nachforschen kann und welche Rätsel es zu lösen gilt. Lasst mich euch ein Geheimnis verraten, Fremdländerin. Es geht um einen lebenden Gott und Energie, die dahin schwindet wie das Tageslicht, wenn sich die Abenddämmerung über das Land ausbreitet. Ich verstehe nicht, Fürst Vivek. Hört gut zu und sagt kein Wort. Meine göttliche Energie verlässt mich. Ob nun durch eine Krankheit oder ein tiefsitzendes Übel, weiß ich nicht. Ihr müsst durch das Land reisen und in meinem Namen Antworten suchen. Doch zunächst heißt es Dankbarkeit vor dem Dienst, wie ich es selbst geschrieben habe. Also, vielen Dank. Ja, und wir haben einen Froststab, einen gesteckten Froststab erhalten. Das Ritual hat meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Göttliche Energie strömt aus mir heraus, ohne dass ich den Grund dafür kenne. Ich spüre, wie die Macht, mit der ich meinen Segenstein erfüllt hatte, mir entrissen wurde, sobald ihr sie dem Ritual hinzugefügt habt. Ich konnte es nicht aufhalten. Ihr verliert göttliche Energie? Wie ist das möglich? Um meine eigenen Worte als Kriegerpoet zu zitieren. Es gibt kein Schloss, das ein entschlossener Dieb nicht öffnen könnte. Folgt der Spur der verschwundenen Energie und versucht herauszufinden, vor welchem Feind Levules Ahnin uns gewarnt hat. Ihr glaubt, dass ein Feind für euren Energieverlust verantwortlich ist? Etwas raubt mir die Energie. Sucht Erzkanoniker Tavus in seinem Arbeitszimmer auf und fragt ihn, ob er etwas Nützliches beim Ritual erfahren konnte. Falls nicht, haben seine vorherigen Forschungen zumindest neue Bereiche aufgezeigt, in denen sich Ermittlungen anbieten. Geht, wohin er euch schickt, und findet möglichst viel heraus. Ich werde mit Erzkanoniker Tavus sprechen. Meine göttliche Energie wird mit jedem Augenblick schwächer. Doch das Ritual hat bestätigt, dass mein Leiden nicht natürlichen Ursprungs ist. Ich bedauere, dass ich euch nicht das volle Wesen dieser üblen Umstände enthüllen konnte, bis eure Vertrauenswürdigkeit bewiesen worden war. Ich bin mir nicht sicher, ob Erzkanoniker Tavus eure Einschätzung von mir teilt. Ja, nun, Erzkanoniker Tavus war schon immer vorsichtig, was Ideen und Ideologien angeht, die nicht vom Tribunal stammen. Und in letzter Zeit ist diese Vorsicht tausendfach gewachsen. Doch er ist trotz seiner Engstirnigkeit ein treuer Diener. Was meint ihr damit, dass eure göttliche Energie verringert wurde? Ich habe meine Kraft immer freimütig und ohne Beeinträchtigungen eingesetzt. Ich erschaffe die Segensteine, halte den Meteor über der Stadt und vollführe 100 Wunder am Tag zugunsten meines Volkes. Ich verspüre langsam den Preis, den ich für den großzügigen Einsatz meiner Göttlichkeit zahle. Glaubt ihr, ihr seid in Gefahr? Ich sorge mich nicht um meine eigene Sicherheit. Doch bei meinen Leuten ist das etwas ganz anderes. Wenn meine Kraft ihn nicht aufhält, wird der Meteor auf die Stadt stürzen und Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Unschuldigen töten. Und das wäre erst der Anfang von Wartenfels Nöten. Ihr vermutet, dass das Leiden nicht natürlichen Ursprungs sein könnte? Anfangs bemerkte ich den Energieverlust gar nicht. Doch je schwächer ich werde, desto mehr fühlt es sich wie ein Angriff auf mich selbst an. Außerdem hat der Ahnengeist bestätigt, dass ein uralter Feind dahinter steckt. Wir müssen jetzt feststellen, wer es ist, bevor... Bevor? Lasst uns nicht über künftige Katastrophen nachdenken, wenn wir im Hier und Jetzt schon genug Ärgernisse haben. Beratet euch mit Erzkanoniker Tavus und findet die Quelle dieses Angriffs. Dann können wir ihm ein Ende machen. Und müssen uns nicht um das sorgen, was hätte sein können.
Was denkt der Rest des Tribunals über diese Sache? Sie tadeln mich immer, weil ich meine Göttlichkeit so offen zur Schau stelle. Doch bisher bin ich der einzige lebende Gott, dessen Kraft schwindet. Almalexia hortet ihre Energie und hat ihren Tempel gegen Angriffe befestigt. Was Sotasil angeht... Was ist mit Sotasil? Mein Bruder ist auf Reisen. Wir haben schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört, doch ich spüre, dass er in Sicherheit und im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Komisch, er wollte immer die Grenzen unserer Göttlichkeit ausloten. Vielleicht werde ich dieses Rätsel nun für ihn lösen. Ja, du solltest dich eigentlich umdrehen. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt wieder eine neue Aufgabe bekommen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.